So Leute, willkommen zurück zu The Layer Sophia. Der hat irgendwie hier gespeichert bei dem Gemälde, als ich das gerade angeschaut hatte und da nichts war. Genau, und da unten, da oben steht auch was. Get it right this time. Ich werde es versuchen auf jeden Fall. Und mir ist aufgefallen, dass leider... YouTube immer meine Videos, also bei meiner Webcam auf jeden Fall, das hat den Ton immer verschiebt. Das heißt, es ist immer asynchron beim Rendern. Und wenn ich es anschaue, ist es nämlich nicht so. Und ich finde das richtig arschig. Also tut mir mega leid, dass ich das irgendwie nicht richtig hinkriege, weil ich weiß nicht, wie der das macht. Okay, man hört den Wind, schön. Und ich weiß auch gerade gar nicht, was ich hier mache. Aber ich kann auf jeden Fall wie immer alles öffnen. Und vielleicht auch was finden, ich weiß noch nicht. Also bitte nehmt es mir nicht übel, wenn das halt ein bisschen asynchron ist. Irgendwie ist das alles scheiße. Du lebst, ich sehe gerade ziemlich wenig, weil es ein bisschen dunkel ist. Aber ich hoffe, das macht euch nichts, weil kannst du irgendwie ein bisschen heller machen. Also weil das wäre sonst scheiße und weil YouTube das allgemein auch immer alles ein bisschen dunkler macht. Ein bisschen heller ist es schon, aber... Hier kommt man nicht weiter, oder? Doch, ist hier nicht... Ach, hier ist eine Tür. Seht ihr, die habe ich nämlich nicht gesehen. Oh, hier ist ein Schrank. Alter Handy. Oh mein Gott, das macht mich so... Und dann macht es noch so ein anderes... Kommt jetzt so ein Satz raus. Und ich habe mich gerade voll erschrocken. Ach so, nee, hier ist nichts, ne? Ich gehe da mal wieder zurück. Okay. Nun kriege ich gleich voll was ins... Gesicht. Was soll ich denn tun? Soll ich irgendwas machen? Kann hier nichts machen. Tür ist zu. Im Schrank ist, glaube ich, auch nichts. Also ich sehe jetzt hier auf jeden Fall nichts. Vielleicht bringt euch irgendwas in mein Gesicht. Bin ich jetzt blöd? Hier ist doch nirgendwo was. Ich bin verwirrt. Hier ist doch nichts. Das Gebäude, das Gemälde flüstert. Oh, Was soll ich denn hier machen? Ist das ein Rätsel? Soll ich jetzt hier gucken, was ich hier finde? Das Problem ist, ich kann nichts sehen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das öffne. Okay. Okay. Soll ich vielleicht Dokumente finden, die ich habe? Dokumente? Kann ich nicht lesen. Okay. Keine Panik, keine Panik. Wir kriegen das hin. Wir wissen, wie wir das irgendwie öffnen sollen oder auch nicht. Oder sagt uns das. Ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Finde ich hier irgendwie ein Dokument oder so? Oder soll ich einfach den Stimmen zuhören, die sagen mir, welche Nummer ich nehmen soll? Wie kann man Lichter machen? Ups. Oh! 485. Oh, ich bin so behindert. Okay, das Video wird ein bisschen länger gehen. 4... Nein, 8, 5. Ich habe Angst, aber ich bin gespannt. Öffnen! Stimmen! He passed... Was? The past holds back, look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So? Will you marry me? Nö. Aber netter Ring, der ist mir so ein bisschen extrem. Danke. Und das war's. Angebot abgelehnt. Never forgot. Forget. Okay, hier rein. Alles klar, wie schön. Ich habe abgelehnt und das heißt, ich kann weitergehen. Das ist ziemlich schön. Ich habe meine Freiheit gewählt. Achso, hier ist was zum Lesen. Hallo? Ich drück drauf. Oh, okay. Bis gleich. Ein ehemalig guter Künstler.
Was wir heute in einer völlig wertlosen künstlerischen Hinsicht bezeugen können, könnte ein... Ja, ich wusste nicht, was das heißt, aber tun wir einfach mal so, als hätte ich diesen Satz komplett übersetzt. Diese harten Wörter kamen von niemand anderem als Jason Hutches. Der berühmte Kritiker war einer der ersten, die die Arbeit von... bla 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 zu schätzen wussten. Als gefragt wurde, ob solch eine brutale Kritik, besonders im Licht von den neuesten tragischen Ereignissen, tatsächlich nötig wäre, antwortete Hutches: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, die Kunst zu kritisieren, aber nicht den Künstler zu verurteilen. Der Mann hat eine Menge durchgemacht. Wenn wir ruhig bleiben und vorgeben, dass es... keine Ahnung, bla bla bla, würden wir dem Künstler einen schlechten Dienst erweisen. So, viel Spaß. Was war's? Ich meine, oh Gott, ich kann nicht reden. Ich bin gerade noch so ein bisschen aufgeregt wegen eben der Stelle mit dem Flüstern und so. Hier ist nichts mehr. Okay, lassen wir einfach alles offen. Oh, kann man essen? Was ist das? Schon Weihnachten? Ach so, ich dachte irgendwie, der Stuhl ist kaputt oder so. Also meine Stühle sind... Ich will darüber gehen. Meine Stühle sind alle kaputt. Ich weiß noch nicht, warum. Die sind einfach alle irgendwie asozial. Ich sehe irgendwie fast nichts. Das ist ein bisschen... Oh, das ist auch asozial auf jeden Fall. Das Problem ist, mein Fenster spiegelt. Nicht spiegelt, das ist zu hell. Oh mein Gott, reden! Feuer ist auch mal gut. Und kennt ihr Dominosteine? Natürlich kennt ihr Dominosteine, also das zum Essen. Und die haben wir und ich musste mich eben erstmal bedienen. Ich liebe es. Ich sehe einfach gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es für euch ein bisschen heller, damit ihr wenigstens etwas seht. Seht, ja. Oh! Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht. Nicht der Schatten? Okay, ich nehme das Licht. Runtergestürzt, das ist traurig. Problem ist, ich sehe hier noch weniger aus. Licht wird mir helfen. Licht anzumachen. Hi. Gemälde sind ziemlich asozial. Die wollen einen ziemlich erschrecken. Ich habe das vorher gar nicht alles gesehen. Wartet doch mal für mich hier umgucken. Ach so. Kann ich irgendwie nochmal Licht haben? Ich bin hier. Ah, okay. Das sah nämlich so aus, als wären hier tausende von diesen Dingern da. Und die waren gruselig im Dunkeln. Ich laufe über Sachen. Entschuldigung, ich will hier nichts kaputt machen, aber was soll ich tun? Du bist ein Penner. Du machst mir Angst. Ich kann das Licht nicht ausmachen. Wie fies ist das denn? So, ich werde mich erschrecken. In 3, 2, 1. Was ist das? Sieht immer aus, als wären das so Gesichter, so Gestalten oder so. Ein Hebel! Ich betätige nicht so gerne Hebel, denn da passiert immer was. Oh, das ist aber nett. Jetzt werde ich zerquetscht, oder? Du bist immer noch ein Penner, wenn du da gleiche warst. Kann man das wieder zumachen? Das macht mich irgendwie ein bisschen nervös, als wenn würden die ganzen bösen Geister jetzt nach oben kommen. Bücher? Schön. Ach, hier sind... Ja, hier waren wir eben. Und jetzt? Du bleibst offen. Dein Ernst? Danke. Okay, Bücher, Schubladen. Oh nein, ich krieg's nicht hin. Nein, die untere. Die untere? Okay, schön. Die obere? Und was zum Lesen? Viel Spaß. Fuck you too, okay. Während es wahr ist, dass einige Künstler nach ihrer Arbeitszeit Fortschritte machen und somit unverständlich für heutige Kritiker werden, ist es meine Meinung, dass dies einfach nicht der Fall ist. Es tut mir weh zu sagen, dass er keine Fortschritte gemacht hat. Ich würde so weit gehen und sagen, dass wenn wir irgendwas bezeugen können, es eine Rückentwicklung ist. Piep, sie sich auch. So, willkommen zurück. Wo lang gehen wir jetzt? Zurück? Ich gehe zurück. Ich kann laufen, oder? Ja, ich glaube, ich kann laufen. Hi, Tür. Ich dachte eben, das wäre irgendwas, was krabbelt. Aber wenn irgendjemand, keine Ahnung, ein krabbeliges Geräusch wäre gruselig. Ich fühle mich gerade so besonders, als wäre das hier so dieser rote Teppich und das hier sind alles so
coole Leute, die mich anschauen wollen. Hi, ja, hi. Und ja, da war... Da wollte ein bisschen mehr von mir. Paint Deep Lies. Kannst du umfallen? Da liegt was. Ja, der muss gleich... Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Pedo-Lachen. Pedo-Lachen. Okay, schön, dass du Frauen nackig malst. Habt ihr es gesehen? So macht man es nicht, okay? Niemals einfach so von der Wand springen. Das ist ein schönes Spiel. Es ist so dunkel, aber ich mag's. Es ist das Problem. Hier ist eine Säule. Ich guck so. Mach ich immer. Oh, das ist ein Mensch. Mensch, genau. Mich nicht angucken. Hi, du Bube. Alles klar? Was hast du da versteckt, hä? Irgendwas Wichtiges? Aha, ich sehe schon. Das darfst du noch nicht. Du bist noch zu... Hallo. So, egal. Dann machen wir schon weiter mit deinem Scheiß. Und ich mach das auch. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier suche, aber... Wahrscheinlich nimmt er einfach Drogen. Er ist schizophren. Er ist alles! Mäh. Das Geräusch im Ohr zu haben, ist nicht schön. So. Das ist ein sehr schönes Gemälde. Hätte ich auch gerne hier an meiner fetten Wand. Auf jeden Fall. Hier ist ein Teddybär. Teddybär, Teddybär. Ich weiß das nicht. Ich kenne den Text nicht. Egal. So, einmal hier jetzt hinsetzen und die Show genießen. Nicht deine Show. Alles, oh, das Gemälde ist schöner als vorher. Das erinnert mich irgendwie an, ich weiß nicht warum, an Project Zero. Warum auch immer. Aber okay. Du bist jetzt nicht mehr da. Ist traurig. Was mache ich denn jetzt mit dir, wenn du nicht mehr da bist? Nicht traurig. Was machen wir denn jetzt, Gustav? Weiß ich nicht. Gibt's ja irgendwie was Cooles zum... Ich möchte irgendwas mitnehmen, obwohl... Mit ich ein Seil oder eine Tasse? Kann ich nicht einfach... Das sei an die Tasse ranbinden und dann mitnehmen. Wie diese Tiger immer. Da hat man doch immer... Keine Ahnung. So, ich kann es nicht erklären. Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt alles getan, was ich machen sollte. Tschüss! Muss ich drehen? Was? Ich sollte... Was? Okay, ich habe einfach meine Maus gedreht. So, und jetzt? Ich weiß nicht, ob ich da schon vorher drin war oder nicht. Keine Ahnung. Und hier hat jemand irgendwie ein bisschen aufgeräumt. Aber nicht ganz. Weinst du etwa? Bist du traurig, mein Kind? Brauchst du eine Schulter zum Anlehnen? Gut. Erstmal lesen wir. 12. September. Sie hat es wieder getan. Am Anfang des Tages habe ich mehr von ihren Reviews gefunden. Kleine Notizen steckten in einem meiner neuesten Gemälde. Das war der größte, vernichtende und hasserfüllte Scheiß, den ich je über meine Arbeit gelesen habe. Ich denke, ich sollte nicht wirklich überrascht sein. Nach all dem kennt sie mich gut genug, um zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann es nur nicht glauben, dass sie das gegen mich verwendet. Das Schlimmste ist, wenn ich sie damit konfrontiere, würde sie sagen, dass sie nichts davon geschrieben hätte. Ein auf den ich kenne ihre Handschrift nicht. Mein Gott, hasst sie mich wirklich so sehr oder dreht ihr Verstand einfach nur durch? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Und so. Ja, mal gucken. Links. Rechts. Links. Links war falsch. Jetzt sterben. Ignoriere einfach das Heulen. Wie fies bin ich denn? Wow. First step is the hardest. Okay. Und links ist immer richtig. Seht, ich bin bei der Küche. Denn links gibt uns leckeres Essen. Ja. Zum Beispiel Karotten. Hier, das war doch lustig, oder? Ja, das war lustig. Hier ist, ich denke immer, das ist irgendwas zum Lesen, aber nö, die verarschen uns einfach. Dann halt nicht. Schön. Auch schön. Ich weiß nicht, warum es... Und tschüss. Achso, das war ich. Mein Gott, was machen die extra? Habe ich es mitgerollt? Achso, nee, das bin ich doch nicht. Ach, das bin ich. Da ist jemand drin und isst irgendwas.
Ja, ich bleib hier einfach stehen. Hallo? Was geht hier eigentlich gerade ab? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Oh, lecker! Äpfel! Nee, es sind keine Äpfel. Mann, ey. Ich hätte gerne Äpfel und nicht diese Scheißteile. Sollte ich jetzt Angst haben, dass da irgendwas durchkommt? Geht trotzdem zur Tür. Könnt mich mal. Wo ist die Tür? Ich finde die Tür nicht. Warte, hier ist die Tür, ne? Da gehe ich jetzt einfach rein. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Achso, hier geht man ja nicht weiter. Oh. Achso, das war dieser kleine Abstellraum, ne? Ja, was weiß ich denn, mein Gott. Was soll ich denn hier? Ja, ich bin doch da bei der Tür. Mach die Tür zu. Hä, was mache ich gerade? Was wollt ihr denn gerade von mir? Ich bin überfordert. Okay. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Okay. Warum nicht? Kann ich jetzt rausgehen? Okay. Das Gemälde. Ich werde jetzt malen. Ich werde mich verletzen und malen. Nee, was mache ich denn? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ach, ich habe gezaubert. Die ganzen Künstler zaubern immer nur Gemälde her. Das verstehe ich jetzt. Das sind neue... Ich habe neue Bosse erfunden für irgendein Game. Cool. Die brauchen auch noch rote Augen. Rote Augen. Ich meine so gelbe Augen, die leuchten. Und dann... Ich hier lang. Ist abgeschlossen. Okay. Tableless Dreams. Okay. Ist schön. Und weiter geht's. Was wird jetzt hier passieren, Leute? Nichts? Alles klar. Und drehen. Drehen. Dreh-Action. Ich verstehe nicht, was ich hier mache. Soll ich nicht drehen? Hä? Ich verstehe es nicht. So. Okay. Eigentlich würde ich eher verzichten, aber... Oh. Durchquetschen. Alles klar. So weit bin ich doch nicht. Erstmal zumachen. Dann nicht. Ich meine ja nur wegen der Sicherheit, ne? Rotes Licht? Warte mal, lieber... Das andere Licht, was nicht geht. Ach so, zumachen. Natürlich. Ich hab doch gesagt, wegen der Sicherheit. Und... Ich... Oh, dann macht hier nichts mehr. Ach so, war nichts zu. Ups. Jetzt aber. Auf geht's. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Ich weiß nicht, ich hab's die ganze Zeit im Kopf von Ashley. Also von dem Game Until Dawn. Hallo. Ich muss irgendwie an Pyramid Head denken. Ich mag Pyramid Head gerne. Er ist voll cool. Bitte nochmal runter. Ich möchte zu Pyramid Head und ihn umarmen. Warum auch immer ich das möchte. Das können wir drehen. Ja, mein Traum ist es, Pyramid Head zu umarmen. Oh, es war nicht wirklich. Traurig. Trauriges Leben habe ich da. Raus, bitte. Die Fahrt ist nun zu Ende. Wollen Sie Trinkgeld geben? Nein. Bei Pokémon immer, wollen Sie Trinkgeld geben? Ich sag immer, nö. Irgendwann habe ich mal ja gemacht. Ich habe 1000 oder was auch immer man geben kann, gegeben. Und dann dachte ich mir so, nö. Das nächste Mal kriegt er nichts. Einmal Geld und das war's. Hier ist ein Kopf drin. Nee, doch nicht. Ich gehe... Ja, okay. Ich dachte mal, ich gehe mal nicht links. Oh. Okay. Ach so, hier ist auch eine Tür. Nee. Hä, was? Doch, doch, natürlich. Oh, okay. Okay. Hallo? Ich will weiterfahren, bitte. Irgendwie lassen die mich nicht rein. Und zu... Und wir fahren jetzt woanders hin. Mann, dann lasse ich es halt so. Eigentlich wäre das voll böse, das so zu lassen. Aber ich mach's einfach. Wow, ich bin so badass. Ach, hier sind auch noch... Ja. Haben wir nicht gesehen. Hier sehen Sie das neueste Taschentuch. Nein, okay. Nein, nein. Tür zu, bitte. Tür zu. Tür zu. Tür zu.
Wow, nicht so aggressiv hier. Okay, hier sehen wir einen Schlüssel. Und für welche Tür wird er sein? Wir nehmen den Schlüssel. Und hier ist schon wieder das Bild mit der Familie, das wir am Anfang gesehen haben. Hier ist schon wieder das Baby, das weggeflogen wird. Und hier ist Mr. Mein Mi. Wir hören schöne Musik. Okay, das finde ich schön. Daran könnte ich mich... Das Schatt. Bin woanders. Okay. Oh, hi. Was zum Lesen? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay, spiel weiter. Okay. Okay. Was soll ich dazu noch sagen? Also, okay. Fast los denn. Alles klar. Möchte ich unbedingt gerne hingehen. Nichts drin, ich weiß. Sehr sympathisch, da gehe ich rein. Sehr schön. Ach, guckt euch mal diese Wände an. Sind die nicht alle wunderschön? Ich will sofort das Haus kaufen, aber wegen diesen Wänden und Gemälden. Warte, eine Uhr. Könnt ihr euch reinfühlen? Was denn? Was ist denn? Was? Oh, hi Uhr. Ich war dir gerade ein bisschen nah, ich weiß. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwas zum Lesen? Lesen? Ich hätte vielleicht doch erst in den Keller gehen sollen, bevor ich weitergehe. Ich möchte in den Keller zurück. Da habe ich bestimmt irgendwas Wichtiges verpasst. Oh, was zu lesen. Okay, tschüss. Ich rate Ihnen als Ihr Anwalt von jeglichen unüberlegten Aktionen ab. In anderen Worten, machen Sie nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance, das zu gewinnen. Ich habe Klienten schon aus größeren Schwierigkeiten rausgeholt, ob Sie es glauben oder nicht. Machen Sie es einfach nur nicht schlimmer. Verhalten Sie sich für eine Weile ruhig und lassen Sie mich die Angelegenheiten mit dem Gericht klären. Dieser Sozialarbeiter hat definitiv etwas für Sie übrig. Wir können das für uns ausnutzen. Stellen Sie sich als ein Opfer des Systems dar. Ein Ehemann in Trauer. Ein momentaner Ablauf aus einem Grund. Ein übereifriger Bürokrat. Vertrauen Sie mir. Das ist unsere beste Option. Angesichts, was Sie letztendlich durchgemacht haben, würde ich sagen, dass wir eine gute 50-50-Chance haben, dort gut rauszukommen. Aber nicht, wenn Sie weiter versuchen, alle zu überzeugen, dass Sie komplett durchdrehen. Keine Ausbrüche mehr, kein Geschwafel mehr, keine öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst immer noch deine Tochter bekommen. Liebe Grüße, Ihr fucking Anwalt. Und wir kommen zurück. Ups, nein, nicht weggehen. So, okay. Das Problem ist halt, meine Assistentin muss heute arbeiten. Das heißt, sie kann das heute Abend schön übersetzen und das machen. Außerdem tut mir leid, wie das jetzt war mit dem, ich muss den Part beenden. Ja. Wie das war mit dem, mit der Qualität von dem Song von meiner Assistentin, wie auch immer. Aber dieses Mal wird schöner. Bis zum nächsten Part, liebe Leute. Ich hoffe, ihr gruselt euch auch. Ja, auch. Tschüss.